Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Ja, erstens heute muss ich sagen, Deck Nummer 3 ist leider wieder nicht fertig. Ich hab verkackt, weil ich gestern den ganzen Tag was anderes aufgenommen habe und vorproduziert habe. Deswegen hatte ich dafür leider keine Zeit. Es tut mir da sehr leid. Mal gucken, ob ich das heute machen kann. Also nachdem ich fertig bin mit dem Video, ob ich dann da Zeit für habe, dann wird das auf jeden Fall, denke ich mal, morgen sein. Ja, was Großes, was ich ankündige, beziehungsweise was Großes, was, es geht so. Und zwar gehe ich jetzt einmal hier hin. Und zwar haben wir hier schon wieder einmal einen, der rein und rausgegangen ist. Da mich das dann mittlerweile sehr stört, werde ich mal testweise, nur auf Einladung machen. Und speichern wir mal. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Jetzt muss man ja eigentlich bestätigen, die Einladung. Das kann auch ein Ältester machen. Das heißt, das Victor ist da auch gut bei. Eine gute Einladung, die bestätigen kann und sowas. Und ich muss einmal ganz kurz einmal das Bildchen. Nein, das hier einmal ausmachen. Tut mir so leid. Und zwar wollte ich jetzt einmal gerne. Mein YouTube öffnen. So, ich habe das auf dem zweiten Bildschirm. Öffne ich das euch? Starte schon mal nebenbei ein Game. Dann, YouTuber. Und, dann gucken wir jetzt mal. Viel Glück. So. Was wollte ich denn jetzt hier bei YouTube? Genau, ich wollte, mal gucken. Ja, mittlerweile, also das Video mit dem Titten-Thumbnail und über 27 Aufrufe, das ist so krass. Das ist, mega, mega viel. So, im Vergleich, wie ich sonst an Aufrufe habe, ist das mega viel. Bin ich krass, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber okay. Nee, das sind halt Titten. Verstehe ich. Titten mag jeder. Aber okay. So, wir konzentrieren uns natürlich wieder aufs Spiel hier. Zack, zack, zack. Den halten wir so auf. Hier nochmal einen Kessel hin. Und dann gehen wir jetzt hier durch. Und wir wollen das Haus da hinten haben. Wir wollen mehr Kronen haben, nur einmal OBS wieder im Vordergrund. Gut. Duck. Ja, okay, von den Barbaren ist ja in Ordnung. Kann man machen, muss man nicht, ne? Und Feuer rein. Zack. Okay, ich glaube, nach Feuer war übertrieben. Musste ich eh nicht machen. Aber egal. Ich habe ihn gemacht. Und deswegen habe ich ihn gemacht. Ne? Ganz einfach. Nice. Wir haben das Ding noch down bekommen. Obwohl es eigentlich gar nicht mehr. Gar keine Einheiten von uns mehr da waren. Aber okay. Ich akzeptiere das. Und finde es auch nicht so schlimm. Will ich hier auch noch so einen haben, weil ich das blöde Ding da down haben will. Zack. So, das sollte jetzt kein Problem sein, das sollten wir irgendwie durchkommen, hoffe ich mal. Weil wir ordentlich was stehen haben. Wir haben ordentlich Verteidigung da und jetzt müssen wir nur noch gucken, ob das läuft, ne? Auf jeden Fall haben wir noch genug Zeit, weil, falls jetzt die Zeit um ist, kommt dann das Kronenkorb auf jeden Fall. 3, 2, 1, Kronenkorb, Kronenkorb, wer kennt es nicht, verliebt es nicht, verhasst es alle. Wer kennt es nicht, verliebt es nicht, verhasst es alle. Kronenkorb, Kronenkorb, wer kennt es nicht, verliebt es nicht, verhasst es alle. Wer kennt es nicht, verliebt es nicht, verhasst es alle. Kronenkorb, Kronenkorb. Oh mein Gott, war das knapp. Nice. Gutes Spiel übrigens, ja, war nicht schlecht, ne? Kann man nicht meckern, war ganz in Ordnung, ne? Besser gewinnt.
Na, schlag nicht am Lack oder sowas, einfach der Bessere gewinnt. Nein, nicht wirklich. Übrigens, ab morgen? Entweder ab Montag oder Dienstag, ich habe neue Pflanzen gegen Zombies Folgen aufgenommen. Und liebe Leute, sind echt geil, weil ich habe mit Facecam aufgenommen. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne mal bei Pflanzen gegen Zombies reingucken. Das kommt jeden zweiten Tag um 15 Uhr. Also momentan habe ich da ein bisschen verpennt, weil ich ich habe da vorproduziert und hatte gar nicht mehr im Überblick, wie lange ich noch vorproduziert habe von Pflanzen gegen Zombies. Deswegen kam das jetzt ein bisschen blöd. So. Ja, das sollten wir da ein bisschen kaputt machen hier. Weil er schon ein bisschen hier am Nerven ist, der Herr Gegner. No problemo, no problemo. Ich habe hier noch einen Riesen, den ich gerne mitspielen lassen würde. Aber der will nicht, doch jetzt. Ja, schön. Auf jeden Fall erstmal einen Elixiersammler wieder hinstellen, weil der andere bei kaputt geht. Okay, gut. Aber wir sind eigentlich relativ gut durchgekommen. Muss ich ja wohl mal sagen hier an der Stelle. Okay, gut. Das ist down. Das ist aber in Ordnung. Machen wir so und so mal. Ich bin auf jeden Fall hier durch. Und da ist mir egal, ob der da langsam das einreißt oder so, ist mir egal. Ich will hier durch. Was hier wesentlich angenehmer und einfacher ist, noch die Dings zu besorgen. Das Haus, genau. So. So, zack. Haben wir wieder einen schönen Tank vorne. So, Never Come Deich. Never Come Deich. Ja, Never Come Deich. Dies ist ein gutes, der Deutsch und Englisch und alles gleichzeitig. Never Come Deich. Mag das Wort. Never Come Deich. Six, five, four, three, two, one. Ohne K.O. So. It's a kind of magic, magic, magic. Kennt das überhaupt noch jemand? Kennt das Ding überhaupt noch jemand? Kennt das noch jemand? Ja, weiß ich nicht. So und so. Da ist leider noch ein Riesen da rein und dann sollte das jetzt die Sache sein. Oh Mann ey. Ist er da hart am Stressen auf der Seite, Mann, Mann, Mann. Da will man doch nur eine gemütliche Runde zocken und dann macht er so einen Stress hier, der Dude. Warum man da die ganzen Viecher da hat, das ist krass, Mann. Two, one, vorbei. Wir haben auf jeden Fall wenigstens nur eine Krone, besser als nichts. Ne? Wir hätten mehr, hätte der hier nicht so Stress gemacht, hätten wir alles kaputt hauen können. Aber naja, das will man machen. Ne? Eine Krone ist besser als nichts, liebe Leute. Eine Krone ist besser als nichts. Viel Glück. Dann werde ich nachher nochmal in die Gilde reinschreiben und Bescheid sagen, dass jetzt nur auf Einladung ist, in der Hoffnung, dass dadurch nicht immer Leute reinkommen und wieder verlassen, weil das schon nervig ist. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Und falls ihr halt in die Gilde wollt, müsst ihr einfach eine Anfrage machen. Ich glaube, es ist mit Anfrage, ich bin mir da unsicher. Ich werde da auf jeden Fall nochmal nachgoggeln. So und so.
Pfeilhagel noch rein. Okay, gut. Aber das war vorhersehbar. So eine krasse. So ein krasser Angriff ist schwer zu deffen. So, ich hätte gerne noch eine Skelettarmee mit dabei, weil die auch nicht so schlecht ist. Ich kann da auch ordentlich was einreißen. Und hier nochmal ein Elixiersammler. Einen schönen Sammler. Und dann hätte ich jetzt gerne noch einen Riesen, aber. Dafür fehlt mir das Elixier, ne? So, den und den. Das ist natürlich scheiße jetzt, weil es so eine Putt-Situation ist. Die Kombo ist sehr, sehr stark übrigens. Fällt mir gerade so gar nicht. Okay, sind auch damit durchgekommen. Hätte ich das nicht mit gerechnet. Das ist aber halt eine teure Kombo, ne? Weil bis er den Riesen und alles hat, das dauert natürlich und ist natürlich teuer. Hä? Als ob der das jetzt schon wieder hat. Kann doch nicht wahr sein, dass er das schon wieder hat, Alter. Da kann immer nicht sein, dass er da zweimal hintereinander das direkt hat. Das ist unmöglich, sowas. Weil er muss ja erstmal die ganze Kartenrotation durchkommen. Und naja, guck, jetzt muss er auch andere Karten spielen, aber eben, hä? Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich hätte gesagt, das geht nicht mit rechten Dingen zu, was er da macht. Five, four, three, two, one. Da werde ich mir auch 100% das Replay angucken, weil das kann ja nicht sein, dass er zweimal miteinander die gleiche Combo spielen kann. Da kannst du sagen, was du willst, das geht nicht. Er kann nicht zweimal miteinander die beiden spielen. Ich habe keine Karten dazwischen gesehen, die er gespielt hat. Ja, Replay angucken. Hätte ich auch nichts, was so irgendwas ansehen. Das will ich sehen jetzt. Jetzt bin ich gespannt, Alter. So, da erstmal die Kombo rausgehauen. Das ist ja in Ordnung. Jetzt haut er die, glaube ich, gleich noch einmal raus und dann instant noch mal hinterher. Und das war sehr, sehr fragwürdig übrigens. So, da ist jetzt die Kombo das erste Mal. Okay, er hat doch ein bisschen was gespielt. Das habe ich nicht so mitbekommen. Okay. Ja, tut mir sehr leid. Aber das sah echt krass so aus. Als hätte er es direkt hintereinander gespielt. Ich glaube, das ist mir selber nicht aufgefallen. Euch ist das bestimmt aufgefallen. Aber mir selber halt nicht. Und ja. Wir starten mal. Wünschen dir viel Glück. Und hauen jetzt mal eine Hexe hin. Dann danach noch ein Riesen da hinterher. So. Und die. Jetzt gleich habe ich die Skelettarmee für den. So ist der Plan. Pfeilhagel hat er schon raus, das ist sehr gut. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Liefern ist ja wie noch Schnürchen, ne, würde man sagen. Ne? Das Schnürchen war geradeaus und war super. Oder so. Oh, okay. Hat er jetzt auch schon wieder so viel gespielt, dass er ihn wieder hat? Okay, am Anfang gespielt. Also, will ich mal nicht so sein, ne? Alter! Alter, hör auf! Krank. Richtig krank sowas, Alter. Wie die alle ausrasten momentan, ne? Das ist verrückt, ist das. Zack. So, ein schöner Elixiersammler auf jeden Fall. Hier nochmal was hin. Zur Ablenkung. Ein Pfeilhagel rein, warum nicht? So schön. Jetzt noch 60 Sekunden verbleiben, Alter. Das ist ja noch gar keine Zeit um. So. Zack. Zack. Nice one. Muss ich jetzt nur noch irgendwie durchkommen. Ich habe halt kein Flugzeug. Also kein fliegendes Zeug. Kein Flugzeug. So. Da sollten wir aber durchkommen. Was? Als ob der das so easy kaputt gemacht hat, Mann. Da war mein kleiner Flammengeist dabei, Alter. Vor 3-2-1-1 Kronko. 3-2-1-1 Kronko. Das ist auch gut. Hab ich glaube ich auch noch nicht gebracht. Nicht 3-2-1-1 vorbei, sondern 3-2-1 Kronko. Na na na, ich möchte einen Riesen. Das wäre so schön. In der Riese, der muss nach vorne gehen. Der macht die Gegner platt. Zap, zap, zap. So. Alter, hier kommt aber auch nichts durch, ne? Wird ja alles verprügelt, was hier bei drauf im Baum ist. Na, im Vorteil, ich krieg einen Elixier zwischendrin mehr als er. Das kann vielleicht mal ein Sieg heißen. Oder auch nicht. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Gutes Spiel, Alter. Huch, Entschuldigung, seid ihr alle wach? Ich würde schon sagen, oh mein Gott. Schmeiß ich das einfach überall hin, okay. Ich muss schon sagen, wenn das Spiel länger gegangen wäre, hätte ich gewonnen. Und nicht er. Weil ich ja schon im Vorteil war, ne? Oh, ich wollte nicht, danke, ich wollte Glück sagen, Mann. Ich wollte mal so ein bisschen arrogant drüber, wenn man danke sagt oder so. Oder einfach gutes Spiel am Anfang direkt sagt so. Ja, nichts passiert, ne? Aber gutes Spiel. Das ist natürlich jetzt unfair, aber ist okay. Bin ich jetzt halt nicht so nett von dir, ne? Aber ja, gut, dass das zu wissen. Also, sollt ihr nicht so nah alle aneinander bauen. Achso, ich kann die unten ja gar nicht auswählen, da war ja was, ne? Zack. Oh, okay, das war natürlich blöd. Der Drache hat natürlich ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ist okay. Also, wenn ich den jetzt hier hinbaue. Habe ich vielleicht Glück, dass er schlecht zielt und dann noch den König mittrifft. Das wäre super optimal, Alter. Das wäre super, super gut. Barbaren, das ist kein Problem. Ist halt wirklich nicht. Zack. So.
Und den, glaube ich, hinterher, ja. Okay, da kommt ein bisschen was. Aber ist noch alles im Rahmen. Alles noch im Rahmen. So. Das ist übrigens super gut zu verteidigen, Alter. Aber die kleinen Hinschlager wächst kein Gras mehr. So, und dann nochmal von hinten. Da nochmal was hin. So. Zack, zack, zack. Na, das sollten wir aber gedeft kriegen, oder? Wäre auch gelacht, wenn nicht. Wäre gelacht, wer das. Irgendwie schießt dann die Rakete schon mal nicht mehr, weil die wahrscheinlich zu teuer ist, um die jetzt zu usen. Was sehr gut für uns ist. Das heißt, wir können uns hier hinten richtig schön aufbauen und alles. Da ist sie. Das sind zum Glück nur die Elixiersammler, nicht hier vorne die. Das wäre ein bisschen böser. Kronen-K.O. Das ist Unsinn. Ja, komm schon. Weil die wären ein bisschen böser, hätte die umgehauen. Muss ich ganz ehrlich sein. Zack. Sehr schön. Guter Spiel, Kollege. Nice one, nice one, nice, 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 nice. Und noch drei. Das heißt, naja, mit Glück kriegen wir jetzt in der Runde heute das durch. Und oh, das ist Epic Sonntag, Leute. Habe ich ganz vergessen. Ich muss gleich nochmal kurz in den Laden schauen. In den Laden schauen. Viel Glück wünsche ich dir. Das ist aber nicht nett, was du da machst. Direkt am Anfang. Nein, nein. Weil ich mag das Ding gar nicht. So, einfach weg damit, Leute. Einfach alles weg damit. Einfach weg damit. Voller Griff! Ach nee, warte, was ist anders, ne? Warum habe ich eigentlich jetzt schon wieder so einen einfachen Gegner? Also im Vergleich zu vorher den. Wir haben Lord Davis, aber Lord Davis ist gar kein Lord, Mann. Der hat mein Video verkürzt. Richtig guter Mann. Irish Kishas. Also so ein Clan möchte ich also nicht sein, ne? Nein. Wunderschön, Tüchchen, zack, zack, Juwelen, Juwelen, ja, 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 Juwelen, Juwelen, tschalalalala. So, was haben wir hier Schönes? Ah, ist nicht so geiles, was ich brauche, ne? Was ist hier denn so ein Hunderverpack? Oh, das ist echt teuer, Alter. Ah, Mann. Das lohnt sich halt nicht wirklich was, ne? Ja, hier muss ich gleich nochmal nachlesen. Ich werde mir gerade mal ein Google-Fenster aufmachen. Google Clash Royale Clan Einstellungen. Wenn ich das hier nachher mal nachgucken, wie man richtig einstellt, den Clan und so. Ich will halt so machen, dass man nur mit Anfrage rein kann. Also man muss nachfragen, ob man rein darf. Und dann muss einer der Ältesten oder Anführer oder Vizeanführer, was auch immer, das bestätigen. So, aber weil das ein wunderschöner Sonntag ist, die Folge so kurz, das habe ich mir vorgenommen. Wir machen nochmal mit dem wunderschönen kleinen Spam-Deck nochmal eine Runde. Ich spam hier nochmal ein bisschen durch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, vielleicht kriegen wir noch die letzte Krone. Und zum guten Abschluss würde ich sagen, hauen wir nochmal ein Spam-Deck raus, oder? Liebe Leute, was sagt ihr? Hallo? Hallo? Ich habe vielleicht noch meinen Kopf wieder weggemacht, aber ihr sagt trotzdem nichts, ne? Okay. Na, vielleicht sagt ihr später was. Vielleicht sagt ihr ja später was. Zack. No, jetzt, die da hinterher.
Und dich auf jeden Fall. Und du warst aber wetten, dass der sogar noch ein Dings hat. Ein Pfeilhagel, das war so klar. Weißt du, vorher hatten die nie einen Pfeilhagel, die Gegner. Und jetzt, ich nehme mal Spam Deck, wo der Pfeilhagel total tödlich gegen ist. Und die, ja, guck mal, ich hab einen Pfeilhagel. Guck mal, Kollege. Ja, super toll. Super geile Matika. Nicht. Zack. Fireball. Zack. Im Vergleich zu vorhin ist das auch wieder ein einfacher Gegner, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Hier, das Ding ist fast down und so. Also schon krass so. Komm schon, die baut den auch. Komm schon. Hol euch. Schubst die Hexe an die Seite, ist mir egal, ihr müsst da durch das Ding kaputt machen. Zack. Showtime. Mir egal, ob du Showtime hast oder nicht. So. Guck das an, Mann. Was ist das? Was ist das bitte? Was ist das? Guck mal, die Bombe ist ja mega cool, so rot. Boah, sind wieder in Arena 5. Wupp, wupp. Letzte Truhe fertig. Nice, nice. Ja, graden wir noch was ab. Lohnt sich das? Problem ist, es lohnt sich bestimmt schon, die Sachen abzugraden. Aber ich brauche natürlich auch Sachen, die ich dann schenken kann, die Karten. Also die ich abgeben kann. Und da ist halt immer so die Frage. Na gut, ne, sowas zum Beispiel, das kann man upgraden ohne Probleme, weil davon habe ich so viele. Huch, no. No, no, no. Die kommt nirgendwo rein. Hier, da habe ich immer noch so viele von. Das heißt, da kann ich ohne Probleme upgraden. Und ja, die kann ich auf jeden Fall upgraden, weil die kann man nicht erfragen. Also wir gucken mal nach allen lilanen und die roten, glaube ich, auch nicht, oder? Wir gucken mal. Kann man nach roten fragen? Oh, kann man. Okay, nur lilane nicht. Okay, dann können wir mal gucken nach lilanen, ob wir alles upgraden hier können. Da können wir nochmal einen upgraden. Ballern wir einfach jetzt mal ein bisschen raus hier, weil ja. Oder später müssen wir sie eh upgraden, nur die ganzen lilanen. Das war's, ne? Elixier sammeln das sogar nicht, Lila. Und das ist auch nicht. Ich glaube, ich werde mal. Ich wusste gar nicht, dass man das auch kann, diese Dinger. Ich werde mal danach fragen. Meistens zwar nur zwei jedes Mal, aber vielleicht können wir das upgraden bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt aktiv mal nachfragen. Dann werde ich jetzt gleich, wenn ich den Part beendet habe, werde ich Deck Nummer 3 fertig machen, liebe Leute. Es ist dann sicher. Ich werde es fertig machen, das wird im nächsten Part sein. Falls es nicht da ist. Ja, dürft ihr euch eine Bestrafung für mich ausdenken und ich muss es machen. Und ja. Und denkt natürlich dran, ne? Ab nächste Woche wird es Pflanzen gegen Zombies geben mit Facecam. Also falls ihr da mal reingucken wollt, euch das interessiert mit Facecam, dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Und falls ihr hier auch Facecam haben wollt, müsst ihr Bescheid sagen. Aber das wird ein bisschen schwer. Dann werden die Parts auf jeden Fall kürzer, das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil sonst werde ich das zeitlich nicht schaffen. Dann werden die höchstens 20 Minuten und dann muss ich da irgendwie zusammenschneiden oder sowas. Dann werde ich 20 Minuten normal spielen und dann werde ich nur noch das Ende irgendwie zeigen oder so. Mal gucken. Jo, falls es euch auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung, über einen Kommentar freuen. Und ich würde einfach sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch. Denkt dran, morgen ist zwar Montag, aber genießt den Sonntag noch. Ihr habt heute noch frei, morgen erst wieder arbeiten oder zur Schule gehen. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye.